Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer unglaublich neuen Folge Minecraft Loan. Diesmal nicht gezoomt, sondern so wie es sein soll. Ich habe die letzte Folge auf privat gestellt, weil ich euch das wirklich nicht antun wollte. Und es lag an OBS. Es hat irgendwelche komischen Sachen gemacht, weil in OBS kann man zwei verschiedene Profile haben. Und wenn man die Auflösung auf dem einen Profil umstellt, dann wird sie auf dem anderen auch umgestellt. Scheiß programmiert. Deswegen habe ich das jetzt hoffentlich richtig gemacht. Ihr seht jetzt alles wieder normal. Und ich kann euch ja ganz kurz zeigen, was wir in der Folge gemacht haben. Allerdings werden wir das abreißen, denn ich habe mir was Neues überlegt und das werden wir heute in der Folge aufbauen. Ja, zuallererst mal, wir haben die Kühltürme neu gemacht. Die werden jetzt hier aus Quarz gebaut und so ist es das Grunddesign. Allerdings habe ich mir auf Google mal so ein paar Kühltürme angeschaut, also von, wie heißt's, von hier Atomkraftwerken und so. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Form überhaupt nicht dem zutrifft. Deswegen habe ich mir was Neues überlegt, das Ganze einfach mal in Photoshop gemacht und das eckig gemacht und habe jetzt eine neue Form, das ungefähr einem Block halt, ne, so und so viel entspricht. Und wir werden die Kühltürme dann hier hinbauen. Ich hoffe, die sind nicht viel zu groß. Wenn schon, dann haben wir ein kleines Problem. Aber wenn nicht, dann ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Die größte Frage, was ich nämlich gerade, was mir auffällt, was ich nicht geschaut habe, ist, wie breit der Kühlturm unten ist, aber ich hoffe, das finden wir dann auch im Laufe der Zeit raus. Okay, außerdem haben wir hier schwarze Stone Bricks gemacht. Die werden dann eben das Dach von den Gebäuden. Und wo ich mir das so angeschaut habe hier, ich bin vorhin hier vorgestanden und habe mir so gedacht, ich glaube, es sieht viel cooler aus, wenn alle Gebäude weiß sind. Deswegen werden wir das auch machen. Wir müssen aber noch eine Menge Quarz farmen. Ich habe schon wieder einiges, aber ich glaube nicht, dass das alles reichen wird. Hier, wie viel haben wir? 1000 Blöcke. Und nee, Rosquarz haben wir eins noch. Aber ja, guck mal, wo uns die 1000 Blöcke hinführen. Jetzt müssen wir erstmal den Turm hier abreißen. Und erstmal hoffen, dass unser neuer Turm hier überhaupt hinpasst. Denn wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung, wie groß ich den unten machen soll. Darauf habe ich nämlich schlauerweise nicht geachtet. So, wo waren jetzt die Blöcke, die mir im Weg umgegangen sind? Scheinen weg zu sein, das ist schon mal gut. Manchmal sind hier nämlich so Ghost-Blöcke. Wisst ihr, wie ich meine? So, okay. Ja, dann dürfen wir jetzt erstmal den ganzen Turm abreißen. Das wird spaßig. Um dann einen neuen Turm aufzubauen, den ich dann nochmal neu bauen darf, weil ich ihn falsch gebaut habe. Ja, ja, das ist Heiko-Logik. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. So. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir sind ja hier, um zu bauen. Und deswegen hoffen wir, dass das relativ schnell vorangeht. Und hoffentlich auch am Ende gut aussieht. Der Turm ist, glaube ich, jetzt um einiges höher. Der Turm wird 45 Blöcke hoch, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und ja gut, dieser, ich glaube, der Turm hier ist jetzt auch schon echt hoch, oder? Ich meine, der untere Abschnitt ist 3, der nächste dann 7. Ne, der hier ist 3, dann der nächste 5. Ne, der hier ist 5, der nächste 7. Und der hier dann auch nochmal ein paar. Also sind schon mal, wie viel sind das? 5 und 7 sind Mathematik. Lass mich kurz überlegen. 5 plus 7 sind wie viel? Ich kann nicht reden und rechnen. Konnte ich noch nie. Deswegen war ich nie gut in Mathe. Ich konnte immer alle Aufgaben lösen, wenn ich still war. Aber wenn mich der Lehrer aufgerufen hat, dann, und ich an der Tafel stand und das erklären musste, konnte ich nicht. Aber wenn ich in meinem Heft war und die Cheat Engine nebenher beigelaufen ist, aka Taschenrechner, dann ist das meistens relativ gut gegangen. Aber ohne war das nicht so schön. Stirb. Okay, warte mal. Inventar ist voll. Entweder wir... Können wir das eigentlich... Können wir das nicht irgendwie bestimmt rausfinden? Ohne das jetzt nachzuzählen. Wie viele Blöcke das werden sollen? Bestimmt, oder? Gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit für den Heiko. Weil lass mal gucken. Wir können ja mal... Ich habe ja das Bild nebenbei offen von mir. Und dann können wir gucken. Ah, noch natürlich. Warte mal. Das sind... Warte, jetzt sehe ich mal eben nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis zur Mitte. Nee, nicht 7 bis zur Mitte. Sagen wir 7 und dann 5 circa. Nee, 7 und dann... Ah, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wären dann 16 Blöcke im Radius. Das ist schon viel, oder? 16 Blöcke ungefähr? Hm. 16 Blöcke Radius. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ist das viel? Je
Ich meine, das sind 32 Blöcke Durchmesser. Das ist schon viel, oder? Wie viel hatte der denn jetzt hier? Der hat jetzt 5 Blöcke Radius. Oh. Ich glaube, das wird ein bisschen groß, der Kühlturm. Egal, dann wird ja das ganze Gelände ein bisschen größer. Ist doch egal. Ist dem egal. Egal. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal beim untersten an, oder? Dann brauchen wir jetzt einen Kreis mit 16 Blöcken Radius. Ich meine, wir können es auch ein bisschen kleiner machen, so 14 oder so. Das wird jetzt nicht einen großen Unterschied machen. Man sieht trotzdem noch die Grundform, die geplant ist. Ich meine, das tut man auch so, aber eigentlich könnten wir das alles um die Hälfte machen. Jetzt lass mich ja kurz überlegen. Wenn wir den Kulturm nur halb so groß machen, wie ich das gedacht habe, dann hätten wir immer noch die gleichen Proportionen. Also von der Form her wird es dann immer noch gleich gut aussehen. Aber es wäre nicht so ultra krass, dass man gar nichts mehr erkennt außer Kühlturm. Bei unserem KZ-AKW, habe ich in den Kommentaren gelesen. Okay. Guck mal, der erste Kühlturm ist schon weg. Am liebsten hätte ich ihn gesprengt. Macht man in echt, glaube ich, auch bei solchen Riesendingern. Das wäre doch schön gewesen. So ein gesprengter Kühlturm. Einfach bam. Geht in Minecraft allerdings nicht wirklich. Kann sehr schlecht gezielt sprengen. Na wohl. Vielleicht ein bisschen. So, dann holen wir uns mal ganz kurz unseren Builders Guide und dann brauchen wir jetzt, warte, was hatten wir? 16? Dann brauchen wir 8 Durchmesser, ne? Bill. Bill, 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 Bill. So, Dalle. Und den stellen wir jetzt wieder hier auf. So, eben die Form ändern. Achso, war das mit Shift? Ups, nicht so mit Shift. Und dann so mit Shift. So ändern wir die Form. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müsste eigentlich schon passen, oder? Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre schon die Größe, die richtige. Könnten wir an sich ja machen, oder? Was meint ihr? Sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Mit der ersten Schicht. Guck mal, schon einen Block falsch gesetzt. So schnell kann es gehen. Dann machen wir das so. Boah, ich hoffe wirklich, der Kühlturm sieht jetzt nicht total beschissen aus, wenn ich den jetzt hier kleiner mache. Aber stellt euch mal vor, doppelt so groß. Das wäre schon wirklich heftig. Ich glaube, das ist jetzt schon eine angemessene Größe hier. Aber ansonsten wäre es ein bisschen übertrieben. So, die erste Schicht ist jetzt nur ein Block hoch. Weil wir es ja. Also normalerweise wäre die zwei Blöcke hoch, dann bräuchte aber auch einen größeren Durchmesser. Und das haben wir nicht. Okay, die zweite Schicht wird jetzt allerdings eben, ja so gesehen, einen reingerückt. Hier so. Und wird dann aber auch zwei hoch. Aber müssen wir jetzt echt jedes Mal hier die Kackdinger hier hinmachen? Ernsthaft? Das wird aufwendig, meine Freunde, das wird aufwendig. So. Zum Glück auch nicht nervig, nur aufwendig. So. Über uns schweben noch irgendwo komische Steine in der Luft. Okay, das hier wird dann auch wieder. Wann sollen wir das Teil hier gleich mit abreißen? Die eine Wand hier? Komm. Nehmen wir die gleich mit, oder? Oh, ich habe wieder irgendwo einen unsichtbaren Block. Da war er. Jetzt ist er weg. Okay, das wäre dann so, so. So. Und dann haben wir hier auch noch einen unsichtbaren Block. There we go. Okay. Und dann können wir das hier doch nochmal. Ich meine, der Turm ist nicht ansatzweise so schwer abzureißen wie der alte. Da haben wir ja schon viel mehr Blöcke gebaut. Bei dem geht noch einiges. So. Jetzt das Ganze nochmal nach unten und dann noch die letzte Reihe. Und dann sind wir fertig. Also noch nicht mit dem Turm, aber mit Abreißen. Immerhin. Ist schon mal ein Fortschritt. So. Ja, dann die Reihe hier, hoffe ich. Auf jeden Fall. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Wir brauchen nur ein bisschen Platz. So. Und fertig. Okidokili.
Dann machen wir das jetzt einfach so. Warte, wir können es einfach so machen, ne? Das wäre viel einfacher. Als da die ganze Zeit einen unten hinzusetzen. Und macht's direkt nochmal, der Heiko. So, okay. Und dann wird jetzt das hier nach oben gezogen. Hä? Hä? Hab mich jetzt gerade verwirrt, der Block da. Aber scheint so, als muss er da sein. Achso, unseren Bildersky können wir jetzt auch wieder abbauen. Der verwirrt mich sonst auch noch wieder. Weg damit. So, dann haben wir die zweite Sicht jetzt aber schon mal dran. Der kommt dahin. Oder? Doch, jo, passt. Okay. Eieiei, das wird ganz schön heftig, das Ding jetzt zu bauen. Ohne einen Fehler zu machen. Und vor allem, wenn man einen Fehler macht, den Fehler wieder zu finden. Okay, die nächste Schicht ist aber wieder dasselbe, wird ein reingerückt. Aber darf der dann auch gar nicht so. Nein, das ist ja egal, ne? Okay, doch, passt schon, was ich hier mache. Okay. Also, der nächste wieder dasselbe, zwei hoch. Genau derselbe Spaß hier nochmal. Bin ich ja nicht blöd? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, ob ich blöd bin. Das ist traurig. Aber mir kommt das gerade so vor, als ob ich hier voll den Mist baue. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich den niedriger baue, dann darf er doch auch nicht dünner werden, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich war nie gut in solchen Sachen. Doch eigentlich war ich immer gut in solchen Sachen, aber ich brauche irgendeine Ausrede, wenn ich jetzt hier Kacke baue. Und da haben wir schon eine. Ich war nie gut in solchen Sachen. Aber vielleicht ist ja auch nur der Anfang komisch und am Ende sieht's gut aus. Alles schon gehabt. So, zwei. Ups. Unsichtbarer Block irgendwo. Wo denn? Nobody knows. Hier. Da war er. Ha! Haben wir ihn gefunden. Ghost Block Detector Cast Crafter on the Case. Oh, da ist wieder einer. Immer noch. Mensch. Da war er. Ha! Okay. Okay. Das, wenn man zu schnell abbaut, dann checkt er manchmal das nicht. Er wird doch schon wieder viel zu klein, der Turm, oder? Also nicht zu klein, sondern zu schmal, habe ich das Gefühl, dass er das gleich wird. Okay, das war das zweite und das brauchen wir jetzt noch dreimal, die ganze Prozedur. Diesen Zweierstapel hier. Den machen wir noch zweimal. Ne, dreimal, habe ich gesagt, ne? Dreimal. Wenn ich dreimal sage, dann stimmt das auch. Seht ihr, wir haben jetzt schon dieses. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, wenn ich das so baue. Wenn wir das wirklich schmaler und niedriger bauen. Ups, hier war wieder irgendwo ein Ghost Block in mir drin. Ich glaube, dann gibt es da Probleme. Wie mit diesem Ghost Block. Haha, da ist er. Gesnackt. So. Und die letzten beiden. Oh Gott, Alter, das ist nervig. Okay, dann haben wir das jetzt dreimal und bauen tun wir es. Eins, zwei, drei. Vier, fünfmal. Okay, also jetzt noch zweimal oben drauf. Aber es sieht jetzt schon. Eigentlich sieht es jetzt schon besser aus als das letzte, oder nicht? So von der Form her. Mal gucken, wie es dann gleich aussieht, wenn wir es fertig haben. Weil ich habe wirklich die Befürchtung, dass das zu dünn wird, so wie ich das jetzt baue. Also, dass dann der mittlere Kern auf einmal nur noch zwei Blöcke groß ist, so. Wo er normalerweise, keine Ahnung, 10 Blöcke Durchmesser haben sollte oder noch mehr. Dann müssen wir uns was überlegen, wenn die Proportionen wirklich gar nicht stimmen. So, und jetzt die letzte Schicht hier drauf. Und dann kommt eigentlich schon, dann kommt noch eine, die dann 3 hoch wird. Und dann kommt schon die Hauptschicht, die, bei der ich befürchte, dass sie so dünn wird. Ups, jetzt regnet das auch noch. Sowas. Unglaublich. Und wie ihr seht, wir haben jetzt schon keine richtige Rundung mehr drin. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt ist hier schon nur noch eckig. Das Ding hier. Und da oben drauf
Hä, das ist Müll, was ich hier gebaut habe. Oder doch? Ich glaube schon. Egal, machen wir jetzt mal die Schicht fertig. Die Dreierschicht hier. Aber das würde jetzt dann so aussehen. Drei. Ja, und dann ist wirklich die nächste Schicht hat dann einen Einer-Durchmesser. Bei der ich gesagt habe, sie hat einen Zweier-Durchmesser. Ah Mann, das sieht kacke aus. Ich glaube, ich mache das anders. Und mach die Dinger weg, dann lassen wir einfach ein paar aus. Lassen wir ein paar aus, dafür sieht es halt besser aus. Haha! Der Reimemeister. Der Reimemeister am Werk. Ich würde gerne schlafen gehen, allerdings ist es keine Nacht. Und ich muss gleich reconnecten, weil hier überall Blöcke in der Luft rumschweben. Au, jetzt habe ich hier noch 7 Mal geschrieben. Unglaublich. Okay, wir reconnecten mal ganz kurz und dann sehen wir die ganzen Blöcke, die hier sich in der Luft rumtreiben. End of stream. Dam, dam, dam. Alter, schaut euch das mal an. Das waren lauter Blöcke, die sich in der Luft rumgetrieben haben. Was für Schlawiner. Leckt am Anfang immer, wenn man auf den Server geht. So, okay. So wollten wir das jetzt haben. Dann wird der hier. Oder sollen wir. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich mache den hier jetzt schon. Zum Dreier. Hoho. Sieht dann so aus. Und das hier wird dann ein Sechser schon. 3, 4, 5. Vielleicht auch nur 5. Mal gucken. Wir schauen uns dann gleich mal von der Ferne, wie das aussieht. Das wären jetzt 5. Ja, da können wir ruhig noch 2 drauf machen sogar. Dann wird das ein Simner. So. Okay. Und der nächste wäre dann jetzt zum Abschluss ein Dreier. Das können wir vielleicht sogar noch erweitern dann. Das wäre dann ein Dreier, der. Ein erweiterter Dreier wird das dann. Ich hör auf, tut mir leid. Okay. Der wäre dann so. Und ich würde darauf dann vielleicht sogar noch eine Zweierschicht machen. So sieht unser Kühlturm jetzt aus. Ich glaube, das hier ist sogar too much, oder nicht? Ich glaube, die Schicht hier müssen wir wegmachen. Ich glaube, schlicht und ergreifend, die ist too much. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach zu viel. Simply too much. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Ich bin mir immer noch unsicher. Nein, verdammt. Also wie gesagt, ne, wenn ihr. Nein. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht, Mann? Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, bezüglich gerade diesem Kühlturm hier, der mich in den Wahnsinn treibt noch, dann schreibt sie gerne rein in die Comments. Ja, so ist schon mal nice. Dann, doch, das können wir schon noch machen. Er sieht auf jeden Fall besser aus als der alte. Das muss man einfach mal dazu sagen. Zwar haben einiges auch aufwendiger, aber schöner. So. Dann bauen wir das noch zu Ende und dann sind wir durch für die heutige Folge. Haben wir es geschafft, einen Kühlturm zu bauen? Ist das nicht schön? War vielleicht ganz gut, dass die letzte Folge so komisch reingesummt war. Dann haben wir uns nochmal umentschieden und haben was Schönes gebaut und nicht so einen hässlichen Kack-Kühlturm wie das letzte Mal. So. Und den würde ich jetzt vielleicht noch einmal oben drauf stecken. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist das dann wieder zu heftig. Aber schaut euch mal an, der ist jetzt genauso hoch wie der hier. Und so sieht er jetzt aus. Ah, ich weiß nicht. Sieht das aus wie ein Kühlturm? Ich glaube, das da oben ist jetzt wieder zu viel, oder? Die letzte Reihe da oben drauf ist einfach too much. Mann. Jetzt, wenn ich das so von der Ferne angucke, dann stimmt schon.
Eisen ist wieder irgendwo Ghostblöcke unterwegs. So, wie sieht's denn jetzt aus? So müsste er eigentlich passen, oder? Doch, so passt er. So sieht der Kühlturm gut aus. Da oben kommt dann noch Rauch rein. Doch, mit so bin ich auch zufrieden damit. Vielleicht das Ganze noch einen nach oben setzen. Das wäre vielleicht nur eine Option. Und dann unten noch die Gitter reinmachen. Also alles noch drei Blöcke nach oben. Mal gucken, okay. Aber so ist der Kühlturm auf jeden Fall schon einiges besser als davor. Mir gefällt er auf jeden Fall besser als der davor. Wenn er euch auch gefällt, dann schreibt es gerne rein in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge dafür habt. Also wenn ihr andere Bauideen für den Kühlturm habt oder Verbesserungsvorschläge. Rauch kommt noch rein, keine Angst. Aber ja, dann schreibt das alles rein. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir wieder mal. Und habt noch einen schönen Tag. Und bis morgen. Tschüss.